In dieser Folge zeigen wir euch, für welches Solarsystem wir uns entschieden haben und wie wir das aufs Dach kleben. Wir haben uns für ein Renergy-System entschieden, aus zwei Gründen. Das eine war die Größe der Solarpanels und das zweite war Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war wirklich unschlagbar. Zusätzlich zu diesem Kit, was wir bestellt haben, sind nebst den Solarpanels noch viele andere Sachen mit dabei gewesen. Die zeige ich euch jetzt. In diesem Set waren ein MPPT-Regler mit dabei. Den haben wir bereits schon verbaut. Kabel, Sicherungen, Halterungen für das Dach, das komme ich dann später noch dazu. Die Adapter sind auch dabei, plus noch ein Bluetooth-Modul. Und was wir noch bestellt haben für uns, damit wir das aufs Dach verbauen können, waren noch Airline-Schienen. Die haben wir schon bereits zugeschnitten. Da kann man 2 Meter Latten bestellen und entsprechend dann schneiden. Und Dachdurchführung, sehr wichtig. Weiteres Kabel und dann diese Durchführungsnoppen, damit das Kabel geschützt ist. Weshalb haben wir uns für 200 Watt entschieden? Naja, zum einen die Größe des Daches, das ist gegeben. Und zum anderen, wir haben im Vorhinein ausgerechnet, wie viel Strom wir verbrauchen werden mit unseren Verbrauchern. Sei es Kühlschrank, Batterie aufladen, Licht, ja und so weiter. Da sind wir zum Schluss gekommen, dass eigentlich 200 Watt für uns völlig reichen werden. Zusätzlich möchte ich noch an dieser Stelle erwähnen, wir haben uns auch eine 200 Lithium-Ampere Batterie einbauen lassen. Das haben wir nicht selbst gemacht, weil wir einfach nicht sicher waren und wir das nicht riskieren wollten, dass wir da irgendetwas Falsches verbauen. Aus diesem Grund werde ich dieses Thema Batterie komplett auslassen und euch in dieser Folge wirklich nur zeigen, wie wir die Solarpanels kleben werden aufs Dach. Also wir werden es nicht verschrauben, sondern ja, mit diesem Dekalin-Set, was wir gekauft haben, aufs Dach bekleben. Wurde uns von mehreren Leuten empfohlen. Falls ihr das anders seht, schreibt es unten in die Kommentare, was ihr davon hält, ob es sich lohnt, nur mit diesem Klebeset, oder ob ihr das anders machen würdet. Soweit, so gut mit der Erklärung. Nun gehen wir aufs Dach und fangen mit der Montage mal an. Wie man sieht, ist das Dach ziemlich dreckig. Das heißt, wir werden das jetzt mal gründlich reinigen. Du hast die einfache Aufgabe, hä? Das passt mir. Das ist ganz okay. Mit den Solarpanels kommen noch solche Halterungen. Wir haben gesehen, dass sie viele Leute eigentlich direkt ins Dach reinschrauben. Wir haben uns dagegen entschieden und wir benutzen da die Airline-Schienen und werden dann diese mit diesen Fittingen befestigen. Wir glauben, dass das besser ist und wir sind nicht so Fans, um Löcher ins Dach zu bohren. Von dem her, wenn man es vermeiden kann. Nachdem wir jetzt alles abgemessen haben, bekleben wir alles noch, damit wir das reinigen können. Und dazu ist in diesem Set, das ist ein Reinigungstuch,
Danach rauen wir die Oberfläche ein bisschen auf mit Schleifpapier. Und als letztes kommt dann der Dekavator, also das ist wahrscheinlich so ein Aktivator. Den tupft man drauf und das gleiche macht man noch mit der Airline-Schiene auf der Rückseite davon. Und ja, danach kann man eigentlich schon mit dem MS5 Dekalin, ja, Kleber. das Ganze bekleben und dann sollte es eigentlich ziemlich gut halten. Ja, also wir haben hier ein kleineres Massaker angerichtet, aber ja, schön ausschauen muss es ja nicht, es muss halten und das testen wir dann halt. Ja, wie ihr seht, es wird langsam spät. Jesse bearbeitet noch die letzte Airline-Schiene. Ja, soweit sind wir eigentlich zufrieden, nicht wahr? Ja, kleines Massaker. ja, es muss jetzt nur noch halten. Übrigens, guter Tipp, Seifenwasser. Mhm. Wenn ihr dann das ausbessert und so, einfach mit den, könnt ihr normal mit den Fingern, ohne Handschuhe, nichts. Seifenwasser funktioniert bestens. Ja. Bleibt nichts kleben, was nicht soll. Ja, danach lassen wir es 24 Stunden kleben. Und morgen geht es dann weiter mit den Solarpanels. Ja. Sehen wir uns morgen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil und das heißt Solarpanels nach oben bringen, an den Airline-Schienen befestigen, die wir gestern geklebt haben. Dann müssen wir nur noch ein Loch durch den Van machen, durch die Decke, die Kabel durchziehen und dann anschließen. Also, viel Spaß! Ja, die Solarpanels sind soweit montiert. Die große Frage ist jetzt, wo wir die Durchführung machen können für die Kabel. Ja, das dauert halt noch ein bisschen. Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt kommt das, was ich am meisten liebe, und zwar Löcher zu bohren. Das Ganze wird jetzt noch gefeilt und dann noch mit Primer drüber lackiert, damit das nicht rostet. Und dann können wir eigentlich schon fast die Kabel durchziehen und die Durchführung kleben. Wir haben jetzt alles angeschlossen, außer die Solarpanels untereinander. Also wir werden die parallel schalten, aus verschiedenen Gründen. Es wird aber langsam spät, wir sind hungrig und deshalb werden wir das morgen fertig machen. Die Sonne scheint und ratet mal, was das ab heute für uns bedeutet. Wir haben die Kabel richtig angeschlossen und beziehen Solarstrom. Und das heißt, wir können jetzt unendlich lange autark mit dem Van unterwegs sein und uns geht nie der Strom aus. Naja, solange die Sonne scheint. Ja, gut, ja. Ja, aber ansonsten, wie Jesse gesagt hat, wir haben alles angeschlossen. Es war alles in der Bedienungsanleitung, wie man das machen muss. War ziemlich einfach, also die Solarpanels an den MPPT-Regler. Und MPPT-Regler haben wir dann an die Batterie angeschlossen. Das Pluskabel hat noch, haben wir noch eine Sicherung eingebaut, einfach zur Sicherheit. Und das Minuskabel haben wir dann direkt über den Shunt angeschlossen, sodass wir alles überwachen können, was rein und raus geht. Ja, ansonsten, wir haben eine 200 Ampere Lithium-Batterie. Dazu haben wir noch einen Wechselrichter von 500 Watt. Somit können wir auch 230 Volt Geräte anschließen,
natürlich nur kleine Geräte, aber das passt für uns. Reiche. Laden können wir, wie Jessie gesagt hat, über die Sonne. Oder wir haben noch zwei andere Möglichkeiten, während der Fahrt über die Lichtmaschine oder zusätzlich noch über Landstrom direkt anschließen. Somit wären wir eigentlich fertig. Ja, wir verlinken natürlich alles in der Beschreibung unten, damit ihr auch alles findet, was wir hier verbaut haben. Und wenn ihr auch weiter noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr doch bitte in die Kommentare rein. Wir haben bei weitem nicht alles abgedeckt. Es gibt noch so viele mehr Details, aber das würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Also schreibt einfach alle Fragen unten rein und wir beantworten die gerne. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt oder sogar die Anlage gut findet und unser Video, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das Video liked oder auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja. Und damit sind wir auch schon durch für diesmal. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit unserem nächsten Video und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Beginn des Sommers. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Sonne ist schon weg. Wir sind immer noch nicht fertig. Es geht halt alles länger, als man plant.